Letztens bei IKEA habe ich mir den Hocker Marius mitgenommen, den gibt es in Schwarz, den gibt es aber auch noch in Weiß und das Tablett Gladys. Damit wollte ich einen richtig schnellen IKEA-Hack umsetzen. Zu Hause habe ich erstmal einen Hocker zusammengebaut, aber nicht so. Ich habe oben die Sitzfläche weggelassen, nur die Beine aneinander geschraubt. Und jetzt werden die ein bisschen zusammengedrückt und anschließend das Tablett draufgesetzt. Das ist jetzt richtig stabil, wie ihr sehen könnt. Und somit habt ihr einen richtig schönen Couchtisch bzw. Tabletttisch, der auch richtig hochwertig aussieht.